Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie und euch herzlich begrüßen zu unserem Webinarangebot heute im Jahr der Schiene, unser erstes bahnpolitisches Webinar in diesem Jahr von der Grünen Landtagsfraktion in Bayern. Mein Name ist Markus Büchler, ich bin der Sprecher für Mobilität der Bayerischen Landtagsfraktion der Grünen und darf sehr herzlich begrüßen als Referenten des heutigen Abends unseren Bundestagsabgeordneten, bahnpolitischen Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, Matthias Gastl. Das Thema des heutigen Abends ist die grüne Bahnstrategie, die Zukunft der Eisenbahn. Wir werden heute ein Papier vorgestellt bekommen, das die Bundestagsfraktion der Grünen vor wenigen Wochen verabschiedet hat. Ein Positionspapier, in dem es sehr umfangreich und sehr detailliert und sehr vorausschauend, sehr wegweisend und mutig, wie ich finde, aufzeigt, wie die Bahn vorangebracht werden kann, wie grüne Bahnpolitik ausschaut, wie es uns gelingen kann, die Verkehrswende so zu organisieren, dass die Bahn ein starkes, kräftiges Rückgrat ist für den Klimaschutz und für die Verkehrswende in unserem Land. Wie eine umfassende Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene funktionieren kann und wie der Anteil der Schiene am gesamten Verkehrsaufkommen verdoppelt werden kann. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die einzelnen Argumente und Positionen und Zielvorstellungen, die Matthias Gastl uns gleich vorstellen wird und natürlich auch auf den Austausch und die Diskussion mit Ihnen. Sehr erfreut bin ich darüber und meine ganze Fraktion im Bayerischen Landtag, dass wir heute eine Rekordteilnahme in einem Webinarangebot der Bayerischen Landtagsfraktion zu verzeichnen haben. Wir sind momentan 228 Menschen hier in der Runde. 228, das heißt, es würde der Bayerische Plenarsaal im Maximilianeum nicht mehr ausreichen, die Zuhörerschaft des heutigen Abends, Sie alle zu begrüßen und zu versammeln. Wir hatten über 330 Anmeldungen, Stand 19 Uhr in unserem Webinar. Ich bin sehr begeistert und freue mich sehr, dass wir mit dem Angebot heute Abend so den Nerv getroffen und Ihr Interesse gefunden haben. Vielen Dank, dass Sie sich angemeldet und eingeklinkt haben heute Abend. Die Tatsache, dass wir so wahnsinnig viele sind, jetzt schon über 230, die Zahlen gehen immer noch weiter nach oben, einzelne kommen noch herein, bedeutet für uns aber auch, dass wir jetzt nicht wie in einem kleinen Stuhlkreis miteinander nett diskutieren können sozusagen und uns gemeinsam alle sehen und miteinander diskutieren können, sondern es ist bedauerlicherweise, aber stellen Sie sich vor, wir wären in einem großen Saal mit über 230 Teilnehmenden, eine moderierte Veranstaltung mit Input von vorne sozusagen vom Rednerpult, an dem virtuell momentan ich stehe und in ein, zwei Minuten Matthias Gastl. Und danach wird die Mitarbeiterin aus meinem Büro, Dr. Annalise Schuster-Brandis, Fragen einbringen, die Sie stellen können. Hierzu steht Ihnen und euch ein Tool zur Verfügung. Ihr seht am vermutlich rechten Rand des Webinar-Tools, das wir hier benutzen, mehrere Reiter zur Verfügung. Und hier gibt es einen Abschnitt, der heißt Fragen. Dort können Fragen hineingeschrieben werden und wir können die Antworten an Sie geben, beziehungsweise können die Fragen, wenn es geeignet ist, in der großen Runde besprochen zu werden und nicht eventuell ohnehin schon behandelt wurde oder wenn es von mehreren gestellt wurde, dann eben einbringen. Das wird Frau Schuster-Brandis übernehmen und Matthias Gastl oder wenn es bayerische Themen sind, werde ich versuchen, es zu beantworten. Wir wollen versuchen, in einer Stunde durch zu sein. Aufgrund der außerordentlich hohen Teilnehmendenzahl, jetzt schon über 240 Teilnehmenden, kann es sein, wenn sehr viele Fragen von Ihnen kommen, dass wir etwas überziehen. Aber länger als 7:45 wollen wir es dann doch auch nicht überziehen, sondern Sie und uns alle dann auch in den Feierabend entlassen und das Webinarformat hier nicht überstrapazieren. Es sind einige Fragen vorab schon eingegangen. Von diesen Fragen, die vorab eingegangen sind, die wiederholt eingegangen sind, habe ich zwei herausgegriffen, die ich danach Matthias Gastl nach seinem Input-Vortrag stellvertretend für diejenigen, die die Fragen vorab eingereicht haben, stellen werde. Danach kommen dann die Fragen dran, die Sie jetzt dann in das Fragetool hineinschreiben. Es geht heute um die grüne Bahnstrategie der Grünen Bundestagsfraktion und der Grünen Bundespartei.
Natürlich auch mit dem Hinblick darauf, dass wir möglicherweise, und darauf arbeiten wir mit aller Konzentration und allen unseren Kräften hin, ab dem Herbst an der Bundesregierung beteiligt sind, Fragen einer Bahnstrategie, wie wir die Verkehrspolitik auf Bundesebene neu regeln können. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wir nicht auf lokale Einzelprojekte heute eingehen können. Sonst würden wir den Rahmen völlig sprengen, weil es natürlich in Deutschland hunderte, wenn nicht tausende einzelne wichtige Eisenbahnprojekte gibt. So, nun, ehe ich an Matthias Gastel sofort übergebe, möchte ich noch begrüßen. Wir haben in unserer Runde, in unserer Zuhörerschaft von inzwischen über 250 Teilnehmenden, wie gesagt, für die später hinzugekommenen, es ist für uns Rekord im Webinar, in der Webinarreihe der Bayerischen Landtagsfraktion, was mich sehr freut, haben wir so viele Gäste, die man einzeln hervorheben könnte und müsste. Es würde aber, glaube ich, zu viel von der Zeit wegnehmen. Deswegen bitte ich um Verzeihung, wenn ich nur so allgemein sage, dass wir uns außerordentlich freuen, dass viele VertreterInnen von Eisenbahnunternehmen da sind, beispielsweise von der Deutschen Bahn. Hier darf ich vielleicht drei Namen nennen. Herr Josel, Herr Kraller, Herr Lindemeyer, herzlich willkommen in unserer Runde. Aber auch Privatbahnen sind vertreten wie Go Ahead, Agilis und weitere. Die Eisenbahngewerkschaften sind vertreten, Fahrgastverbände, mehrere, der VCD, ProBahn, VDE, Bund Naturschutz, MVV, Herr Rosenbusch, herzlich willkommen. ADFC, Frau Landesvorsitzende Felsch, herzlich willkommen. Und Industrieverbände aus der Bahnindustrie und viele, viele weitere Damen und Herren, die beruflich zu tun haben mit der Eisenbahn und der Verkehrswende und damit auch mit dem Klimaschutz. Herzlich willkommen in unserer Runde und bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht jeden einzelnen von Ihnen begrüßen kann. So, damit aber genug der langen Vorrede. Ich glaube, jetzt sind auch alle da, 260. Jetzt geht's los. Matthias Gastel, du hast das Wort. Bitte schön, wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, lieber Markus, herzlichen Dank für die Einladung und für die Einleitung, liebe Gäste. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass das Interesse so groß ist und hoffe auch, dass ich bestmöglich die Erwartungen, die wahrscheinlich sehr unterschiedlich sind, erfüllen werde und dass wir auf jeden Fall einen interessanten Abend gemeinsam heute hier verbringen zu einem Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Wir stehen ja als Grüne wie keine andere Partei für die Verkehrswende und für eine Verkehrswende braucht man eine starke Bahn, ein starkes Bahnsystem, funktionierend, leistungsfähig, zuverlässig, im Personen- wie auch im Güterverkehr. Deswegen haben wir im letzten Jahr bis kurz vor Weihnachten an einem Bahnpapier gearbeitet, einfach deshalb, weil die Herausforderungen sehr groß sind. Einerseits Herausforderungen, was die Klimaschutzziele angeht, andererseits aber auch deshalb, weil es ja durchaus auch erfreuliche Gemeinsamkeiten in der Politik gibt. Das Ziel, die Fahrgastzahlen verdoppeln zu wollen, das Ziel, den Deutschlandtakt realisieren zu wollen. Also das sind ehrgeizige Ziele, die aber nur erreicht werden können, wenn auch entsprechende Konzepte dahinter stehen. Und deswegen haben wir im vergangenen Jahr sehr intensiv an Ideen gearbeitet, wie man die Schiene als Ganzes stärken kann. Und wir haben in die Erarbeitung unserer Ideen sehr viele Verbände, Unternehmen, Fachleute, Wissenschaft und so weiter eingebunden, sehr viele Fachgespräche geführt und einige der zentralen Ergebnisse, die stelle ich Ihnen jetzt hier in Form dieser Präsentation vor. Sie sehen in der ersten inhaltlichen Folie, wenn sie denn kommt, das scheint zu klappen, sehen Sie die Verlagerungsziele. Links sehen Sie den Personenverkehr, rechts den Güterverkehr. Im Personenverkehr liegen wir in Deutschland, was die Schiene angeht, bei einem Marktanteil von knapp 10%, also weniger als 10% der Personenkilometer werden auf der Schiene zurückgelegt und im Güterverkehrsbereich sind es unter 20 im letzten Jahr, höchstwahrscheinlich offizielle Zahlen liegen noch nicht vor, sogar noch gesunken. Der LKW hat zugelegt und wir wollen im Personenverkehr etwa eine Verdoppelung von knapp 10 auf dann 20% Verkehrsanteil bis 2030 erreichen und im Güterverkehr von den unter 20% auf 30%. Das wäre dann in etwa das Niveau, das heute schon in dem uns nicht so arg unbekannten Land Österreich existiert. Also das heißt, es ist durchaus ehrgeizig an Zielsetzung,
aber wie andere Länder zeigen, auch durchaus erreichbar. Nächste Folie. Wir brauchen klare Strukturen, wenn wir eine Wende zugunsten einer starken, zuverlässigen, leistungsfähigen Bahn, und da rede ich jetzt vom gesamten Sektor, nicht ausschließlich vom Unternehmen Deutsche Bahn AG, erreichen und erzielen wollen. Wir brauchen eine starke Orientierung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Fahrgäste und im Güterverkehr an den Kunden dort. Wir brauchen klare Aufgabenteilungen und Stellungen, klare Definitionen, wer wofür zuständig ist, welches Unternehmen für den Verkehr oder welche Unternehmen für den Verkehr, wer für die Infrastruktur und so weiter zuständig ist. Das scheint manchmal klar zu sein, ist es aber nicht. Man braucht sich nur mal den Fernverkehr anzugucken. Immer mehr Fernverkehr wird in den Regionalverkehr aufgenommen. Beispielsweise bei uns in Baden-Württemberg-Gäubahn. Man kann mit der Nahverkehrsfahrkarte den Fernverkehr nutzen. Das ist für die Fahrgäste gut, aber es lässt die Grenzen von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit verschwimmen. Genauso wie die Tatsache, dass Fernverkehrsangebote ausgedünnt wurden und die Länder mit Regionalisierungsmitteln langlaufende Regionalverkehre bestellt haben, die eigentlich faktisch eher Fernverkehr nahe kommen. Also hier sind einige Zuständigkeiten nicht so ganz klar. Wir brauchen weniger Bürokratie. Ich denke hier insbesondere an das Eisenbahnregulierungsgesetz, mit dem Diskriminierung bei der Zulassung zum Netz ausgeschaltet werden soll. Aber da ist inzwischen ein Monster draus geworden, das an sich schon eine Zugangsbarriere darstellt. Ich denke aber auch an die äußerst komplizierte Berechnung von Trassenentgelten, die jedes Jahr aufs Neue für Riesenärger sorgt, nicht selten auch vor Gericht landet. Also wir haben hier in diesem Bereich inzwischen wirkliche Schwierigkeiten für mehr Verkehr auf der Schiene durch so viel Bürokratie wie nie zuvor. Wir brauchen eine transparente und faire Finanzierung der Infrastruktur, da komme ich auch gleich noch drauf, aber genauso auch faire Wettbewerbsbedingungen, und zwar intramodal, also das heißt innerhalb des Schienensektors, als auch intermodal, also im Wettbewerb der Schiene mit Auto, LKW und Flugzeug. Dazu brauchen wir eine Infrastrukturgesellschaft, das ist unsere Überzeugung, die nicht wie heute die Infrastruktursparten unter dem Dach der Deutschen Bahn AG gewinnorientiert arbeiten und arbeiten müssen aufgrund der Organisationsstruktur. Also wir wollen nicht, dass Gewinne gemacht werden mit Infrastruktur. Wir wollen auch eine bessere Kontrolle der Infrastruktur. Wir wollen oder wir müssen feststellen, dass zwar seit 11 Jahren etwa immer mehr Geld in den Erhalt, in die sogenannten Ersatzinvestitionen gegeben wird, aber das Durchschnittsalter der Infrastruktur immer weiter steigt, der Zustand der Infrastruktur wird schlechter, die Kontrolle über den Zustand der Infrastruktur, das muss ich als Parlamentarier sagen, ist nicht sonderlich gut. Der Bund macht zwar Vorgaben, aber die sind sehr schwach, das heißt, alle Ziele werden immer erfüllt, aber trotzdem verschlechtert sich der Zustand der Infrastruktur und die parlamentarische Kontrolle über das, was geschieht, mit dem Mehr an Geld, das investiert wird, ist überhaupt nicht klar. Die Hauptkritik richtet sich aber nicht an die Deutsche Bahn, sondern an die Bahnpolitik der Bundesregierung, die zu wenig konkrete Anforderungen stellt daran, wie sich Infrastruktur entwickeln soll und wie das Geld investiert werden soll. Es wird auch immer noch zu wenig investiert, in den Erhalt zu wenig, aber auch in den Aus- und Neubau. Der Bund baut lieber Straßen als Schienenwege aus. 2019 über 200 Kilometer neue Bundesstraßen, aber nur 9 Kilometer Schienenwege im vergangenen Jahr. Wir haben noch keine Antwort bekommen auf die Frage, wie viel 100 Kilometer neue Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen gebaut wurden. Wir wissen aber, dass exakt 0 Meter neue Schienenwege gebaut wurden. Null. Das ist die Bilanz von 2019. Das greifen wir natürlich entsprechend dem Bund an. Wir brauchen eine Bahnwende und ein ganz maßgeblicher Bestandteil davon ist der Deutschland-Takt. Ich sehe noch die, genau, nee, das ist schon zu weit. Deutschland-Takt, hier, genau. Wir wollen den Deutschland-Takt wie andere auch erfüllen. Man muss allerdings sagen, wie sichergestellt werden soll, dass all die schönen Angebote, die dem Zielfahrplan zugrunde liegen, tatsächlich gewährleistet werden sollen, das bleibt unklar. Vielleicht muss ich aber auch erklären, was der Deutschlandtakt überhaupt ist, weil so vielen Leuten
Da werden auch Menschen dabei sein, die das nicht so genau wissen. Deutschlandtakt ist der Paradigmenwechsel, weg davon, eine Infrastruktur zu bauen und danach zu schauen, was man aus dieser Infrastruktur macht, hin zu einer Fahrplangestaltung, die bestmöglich den Fahrgastbedürfnissen gerecht wird. Das heißt, optimale Umsteigemöglichkeiten in den Knotenbahnhöfen, kürzere Wege zum Ziel, mehr Ziele, die überhaupt vernünftig erreichbar werden durch Vertaktungen in den Knotenbahnhöfen, zwischen Fernverkehr, aber auch zwischen Regional- und Fernverkehr. Das ist der Deutschlandtakt, eine Idee, die weitgehend inzwischen unstrittig ist. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den dritten Zielfahrplanentwurf, das soll der endgültige sein. Und darauf soll dann die Infrastruktur ausgerichtet und ausgebaut werden. Es ist aber nicht klar, wie gewährleistet werden soll, dass all die schönen Angebote in diesem Zielfahrplan tatsächlich gefahren werden. Und ich sage immer, der Deutschlandtakt ist wie ein Puzzle. Das macht nur Sinn, wenn alle Teile vorhanden sind. Weil wenn Teile fehlen, dann funktioniert das nicht. Dann kommen die Leute nicht dorthin, wo sie hinwollen. Dann werden Dinge versprochen, die nicht eingehalten werden. Und deswegen brauchen wir Überlegungen, wie wir sicherstellen, dass wieder mehr Großstädte an den Fernverkehr kommen, dass die Bahn wieder mehr in die Fläche kommt, dass auf den relevanten Strecken dichtere Takte gefahren werden, dass auch Strecken bedient werden, die sich nach heutigem Maßstab und vielleicht auch in Zukunft wirtschaftlich nicht rechnen, aber fürs Gesamtsystem und für die Sicherung einer nachhaltigen Mobilität der Menschen notwendig und sinnvoll sind. Und deswegen haben wir verschiedene Varianten untersuchen lassen und am Ende kam das Konzessionsmodell raus als einziges, mit dem wirklich sichergestellt werden kann, dass alle Angebote für die Fahrgäste auch tatsächlich gefahren werden. Das bedeutet, es wird ausgeschrieben, das bedeutet, es werden Linienbündel gebildet und das bedeutet, dass im Zweifel auch Strecken, die nicht rentabel sind, vom Staat gefördert werden. Also hochrentable Strecken und rentable Strecken, die finden nach wie vor eigenwirtschaftlich statt. Die Unternehmen, die sie fahren wollen, können sie fahren mit dem Vorrang, dass die sogenannten Systemtrassen vergeben werden, also die vertakteten Trassen, sodass die Dinge auf jeden Fall zusammenpassen. Aber mit diesem Modell stellen wir sicher, dass wirklich alle Fahrten, die dem Zielfahrplan unterstellt sind, auch tatsächlich angeboten werden. Und dafür brauchen wir einen Aufgabenträger, der das Ganze organisiert. Wir brauchen eine Organisationsform, mit der das Ganze entsprechend sichergestellt wird. Und es ist auch klar, dass so ein großer Schritt nicht von heute auf morgen geht. Der geht über viele Jahre. Das wird man ausprobieren, das wird man Schritt für Schritt umsetzen. Und wir haben ein großes Bahnunternehmen in Deutschland, die Deutsche Bahn. Da ist auch klar, dass die Deutsche Bahn eine ganz, ganz große und wichtige Rolle spielen wird, weil gar nicht alle Eisenbahnverkehrsunternehmen die entsprechenden Fahrzeuge haben, um das tatsächlich fahren zu können. Deswegen ist es ganz arg wichtig, dass das Ganze organisiert ist und dass sichergestellt ist, dass es tatsächlich alle Angebote sind, die gefahren werden. Bitte weiter. Das ist wieder eine andere Reihenfolge, als ich das hier habe. Ich weiß nicht, warum die Reihenfolge. Ich hatte eigentlich das hier mit dem Deutschlandtakt braucht einen bundesweiten Aufgabenträger. Das ist bei mir hier bei meiner Ansicht das Nächste. Aber ich kann das auch gerne so machen, wie es hier steht. Es gehört natürlich auch dazu, sonst funktioniert nämlich die Bahn nicht. Wir lassen es gerade bei den Subventionen stehen, dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Einen fairen Wettbewerb innerhalb des Bahnsektors, da komme ich auch noch drauf, aber natürlich auch gegenüber anderen Verkehrsträgern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ökologisch schädliche Subventionen abbauen. Das sind über 50 Milliarden Euro im Jahr, nicht ausschließlich aus dem Verkehrssektor, aber erhebliche Teile aus dem Verkehrssektor, beispielsweise gehört dann dazu, das Dieselprivileg abzubauen, das den LKW auch sehr stark macht. Dazu gehört die Besteuerung von Kerosin. Dazu gehört, dass die Dienstwagen entsprechend ihrer CO2-Emissionen besteuert werden, damit wir wegkommen von diesen großen, schweren Fahrzeugen. Dazu gehört die Ausweitung und die Erhöhung der LKW-Maut, weil der LKW einfach unglaublich große ökologische Schäden verursacht, für die er finanziell gar nicht aufkommt. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen im LKW-Verkehr. Wir wissen, dass hier Lenkzeiten überschritten werden. Wir wissen, dass LKW-Fahrer häufig 2 Wochen oder länger am Stück im LKW verbringen,
und dort auch die Nächte verbringen und unterwegs sind wie die Nomaden. Das sind unhaltbare Zustände, aber das sind eben Zustände, die den LKW im Vergleich zur Bahn, wo ja die Arbeitsbedingungen wesentlich besser sind und auch gut sein sollen, extrem schlecht machen. Und wir müssen bremsen beim Ausbau der Straßen, denn wer dem LKW und dem Auto in Form von neuen und breiteren Straßen immer mehr den roten Teppich ausrollt, der wird natürlich auch immer mehr Verkehr auf der Straße gewinnen, statt diesen Verkehr tatsächlich auf die Schiene zu verlagern. Bitte weiter. Also ich sehe jetzt die Folie nur noch ganz klein. Und es ist auch noch nicht die nächste. Wir wollen den Deutschlandtakt. Und Deutschlandtakt heißt Regional- und Fernverkehr ausbauen, miteinander verknüpfen. Wir wollen aber auch Angebote, die nicht in diesen Taktfahrplan passen. Da gehören Sprinterangebote zwischen den großen Metropolen genauso dazu wie ein europaweites Nachtzugnetz. Und wir haben hierzu einige Ideen entwickelt, wie weit man beispielsweise fahren kann unter Einbeziehung der europäischen Hochgeschwindigkeitstrassen, die ja in den letzten Jahren deutlich ausgebaut wurden. Das erfordert aber eine europäische Koordination, denn es sind unterschiedliche Rechtssysteme, unterschiedliche technische Voraussetzungen. Das Ganze muss abgestimmt werden. Die Lasten müssen auch gerecht auf die Länder verteilt werden oder auf die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Also es braucht eine Koordination und deswegen brauchen wir auch auf europäischer Ebene sowas wie einen Aufgabenträger, der das Ganze zusammenführt. Wir können im Nachtsprung unter Mitnutzung der Hochgeschwindigkeitsstrecken bis zu 2000 Kilometer zurücklegen. Also beispielsweise Berlin-Rom. Und das sind Distanzen, die sozusagen einem Mittelstreckenflug entsprechen. Unser Ziel ist es, die Bahn so stark zu machen, dass der Flugverkehr ganz klein und schwach wird. Durch die Sprinterzüge und durch die Nachtzüge. Die Nachtzüge sind darüber hinaus auch, ich sag mal, die haben auch was von Kultur des Reisens zu tun. Ich fahre sehr oft und sehr gerne mit dem Nachtzug. Und ich weiß, dass es viele andere auch tun. Und ich weiß, dass es in Europa viele Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt, die das sehr gut organisieren. Und hier geht es jetzt um eine gute Kooperation, aber dort, wo notwendig, eben auch eine Unterstützung durch die Staaten, dass wir wegkommen von diesen reinen Ankündigungen, wie sie jetzt unter der EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland im vergangenen halben Jahr stattgefunden haben. Wir wollen, dass die Nachtzüge tatsächlich auf die Gleise gesetzt werden und eine Konkurrenz, und zwar eine klimafreundliche Konkurrenz zu den Flügen werden. Bitte weiter. Wir wollen, dass der Fernverkehr wieder in die Fläche kommt. Das bedeutet Großstädte, also Städte ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Viele davon sind in den letzten Jahrzehnten abgekoppelt worden vom Fernverkehr oder haben ihn noch nie gesehen. Bei mir zum Beispiel im Land ist es die Stadt Heilbronn. Wir haben aber viele andere noch, zum Beispiel Cottbus oder Potsdam, die keinen Fernverkehr mehr der Bahn haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es gilt aber auch für große Oberzentren beispielsweise. Und es gilt auch für die Fläche. Also auch Streckenreaktivierung, da komme ich gleich noch dazu, ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben in Deutschland 117 Mittelzentren, die keinen regelmäßigen Bahnanschluss im Personenverkehr haben. Das sind Millionen von Menschen, die dort, wo sie wohnen, keinen Bahnanschluss haben. Viele davon hatten ihn mal, andere hatten ihn noch nie, obwohl die Städte viel größer geworden sind, mehr Menschen dort wohnen oder arbeiten oder dort große Schulstandorte entstanden sind. Also hier gilt es, sowohl mit dem Fernverkehr als auch mit dem Regionalverkehr wieder wesentlich besser die Fläche zu erschließen. Wir haben auch den Schienenpersonennahverkehr in unser Konzept aufgenommen. Wir wissen, dass der Bund dafür nicht zuständig ist. Aber wenn man wettbewerbliche Modelle auch im Fernverkehr einführen möchte, dann muss man sich natürlich auch kritisch mit dem Wettbewerb im Regionalverkehr auseinandersetzen. Man muss schauen, was ist dort gut gelaufen und wo gibt es Nachbesserungsbedarf, damit man Fehler nicht auch im Fernverkehr entsprechend wiederholt. Aber wir haben auch einen darüber hinausgehenden Grund und Bedarf, dieses Thema anzusprechen. Weil für den Ausbau von Kapazitäten in Knoten die Behebung von Engpässen in der Regel der Bund zuständig ist. Wir wollen, dass die Bahn in allen Sektoren, Fernverkehr, Nahverkehr, Güterverkehr, Klimaziele unterstützt. Und dann gehört da auch dazu, dass man im Regionalverkehr
wegkommen von Dieselfahrzeugen. Deswegen wollen wir ab 2025 keine entsprechenden neuen Ausschreibungen mehr haben, sondern entweder Streckenelektrifizierung oder auf alternative Antriebe setzen. Wir wollen, dass bei Ausschreibungen vermehrt Qualitätsaspekte zum Zuge kommen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Lebenszykluskosten stärker zu beachten bei der Anschaffung von Zügen, dass man nur auf den Preis guckt und danach sich über hohe Betriebskosten wundert. Das sollte nicht mehr sein. Da gehört aber auch genauso das Personal dazu. Mit welcher Personalausstattung, mit welcher Qualifikation kommt das Personal zum Einsatz? Auch diese Dinge gehören zur Qualität im Bahnverkehr eben und eben auch im Regionalverkehr. Den Personalmangel müssen wir im gesamten Bahnbereich angehen durch mehr Ausbildung und Qualifikation. Ich glaube, gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass dieser Sektor weiter Personal aufbaut und einen sicheren Arbeitsplatz bieten kann. Das sollte doch manchen dann auch ein Ansporn sein, diesen Weg in dieses ja, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu finden. Die Anzahl der Aufgabenträger reduzieren kann ein Ziel sein. Gemeinsame Fahrzeugbeschaffungen kann auch eine Maßnahme sein, um in größeren Mengen an preiswertere Fahrzeuge zu kommen und hier Kosten zu sparen. Letztlich geht es darum, wir wollen die Angebote weiter ausbauen, wir wollen sie qualitativ weiter nach vorne bringen. Das setzt auch in Zukunft entsprechende Erhöhungen bei den Regionalisierungsmitteln voraus. Bitte weiter. Jetzt sehe ich nur mich. Jonas, ich sehe gerade nichts außer mich selber. Jetzt sehe ich den Markus. Auch nicht Ja, ich habe die schlecht. Verbindung gerade. Ich bin gleich wieder in der Präsentation. Okay, alles klar. So, in der Zeit aufsetzen ist mir gerade eingefallen, habe ich vergessen. Ich glaube, das ist besser. Jonas, ich weiß nicht, ob du gerade noch auf der Suche bist. Bei mir müsste jetzt kommen die Folie Trassenentgelte. Genau. Ja. Da sind wir auch Trassenentgelte senken. Wir stehen für eine Vereinfachung der sehr komplexen Regulierung, die auch für viel Ärger sorgt, regelmäßig bei der Bundesnetzagentur für Beschwerden sorgt und auch immer wieder vor Gericht landet. Wir stehen als Grüne für das Grenzkostenprinzip. Das ist auch das, was von der EU empfohlen ist, also nur die unmittelbaren Kosten der jeweiligen Fahrt anzulasten. Wir haben innerhalb von Europa im Vergleich in Deutschland sehr hohe Trassenpreise. Und die Empfehlung ist aus guten Gründen von der EU, das Grenzkostenprinzip anzuwenden. Das bedeutet, dass die Netznutzung günstiger wird, dass zusätzliche Verkehre angereizt wird, dass die Bahn im Wettbewerb zu den anderen Verkehrsmitteln gestärkt wird. Natürlich wird es dafür Ausgleichszahlungen aus dem Bundeshaushalt geben müssen. Das ist klar. Und jetzt gerade übrigens auch in der Krise, wo man sich streitet, was die beste Hilfe ist für die Deutsche Bahn, aber auch für die Branche insgesamt. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die Trassenpreise zu senken, und zwar nicht nur während der Krise, sondern dauerhaft auf das Grenzkostenprinzip. Wir wollen die Finanzierung der Schiene auf eine ganz neue Grundlage stellen, mit einem Infrastrukturfonds, um eine langfristige Finanzierung zu ermöglichen. Problem heute ist ja, dass mit Ausnahme bei den Ersatzinvestitionen über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, da läuft das Ganze über 10 Jahre mit einer gewissen Finanzierungssicherheit. Das wollen wir auch bei Aus- und Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend
ermöglichen auch Digitalisierung und Innovation und Forschung entsprechend dauerhaft und zuverlässig berechenbar sichern. Wir kriegen immer wieder zu hören aus der Deutschen Bahn, wir wissen gar nicht, wie viel Planungskapazitäten wir brauchen, weil wir nicht wissen, was im nächsten Haushaltsgeld an Geld zur Verfügung steht. Die Bauwirtschaft sagt, wir wissen nicht, wie viel Personal und wie viel Maschinen wir brauchen, weil wir nicht wissen, in welcher Größenordnung Aufträge zu erwarten sind. Es geht bis hin zum Eisenbahnbundesamt, dass die nicht entsprechend Personal haben. Deswegen eine verlässliche, langfristige Finanzierung, auf die sich alle mit ihren Kapazitäten einstellen können, ist das A und O. In diesen Infrastrukturfonds sollen einfließen die Lkw-Mauteinnahmen. Da muss man heute dazu sagen, es sind etwa 8 Milliarden Euro pro Jahr und die fließen zu 100% in den Straßenbau. Das bedeutet, umso mehr Lkw rumfahren auf den Straßen, umso mehr Geld für Straßenaus- und Neubau steht zur Verfügung. Es ist ein absurder Finanzierungskreislauf, wo Verkehr sich sozusagen von selber vermehrt aufgrund dieses völlig falschen Finanzierungskonzeptes. Und wir wollen Teile, wachsende Teile aus den Lkw-Mauteinnahmen für die Schiene verwenden und nicht immer neue Straßen bauen, weil zu viele Lkw unterwegs sind. Natürlich erfordert es auch nach wie vor Bundesmittel, Einnahmen aus den Trassengebühren und auch Kredite, die fließen da rein. Damit ist eine stabile, zuverlässige, langjährige Finanzierung für Aus- und Neubau, für Ersatzinvestitionen, Digitalisierung, Innovation und Forschung möglich. Okay, habe ich jetzt nicht, aber wir machen gerne da weiter. Wir wollen dieses Thema Streckenreaktivierung sehr aktiv angehen. Wir haben ja sehr, sehr viele stillgelegte Bahnstrecken, teilweise leider auch entwidmete Bahnstrecken, aber das sind die Möglichkeiten, die Bahn verhältnismäßig schnell bei den stillgelegten zumindest wieder zu aktivieren und die Bahn in die Fläche zu bringen, die Wege der Menschen zur nächsten Bahnstation entsprechend kürzer machen. Baden-Württemberg geht hier mit sehr, sehr gutem Beispiel voraus, hat 42 stillgelegte, teilweise auch entwidmete Bahnstrecken auf ihr Fahrgastpotenzial untersuchen lassen. Und bei 22 kam raus, dass sie ein sehr hohes oder ein hohes Fahrgastpotenzial haben. Das Land fördert jetzt Machbarkeitsstudien durch die Kommunen und durch die Zweckverbände. Und wir hoffen sehr, dass wir da in den nächsten Jahren vorankommen. Und wenn ich jetzt mal was Positives über den Bund sage, dann, es ist sehr, sehr gut, war allerdings auch lange überfällig, dass die GVFG-Mittel, also die Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, deutlich aufgestockt wurden. Inzwischen wurden die verdreifacht, nachdem sie über 20 Jahre nicht erhöht wurden. Und die Förderbedingungen wurden deutlich verbessert, sodass zum Teil weit über 90% der Kosten für Reaktivierungsmaßnahmen vom Bund getragen werden, teilweise von den Ländern und dann eben von den Kommunen. Das heißt, so gut wie jetzt gerade war die Förderkulisse noch nie. Und deswegen hoffe ich, dass auch andere Länder das sehr, sehr proaktiv angehen und systematisch die Reaktivierungsthematik angehen. Wir haben hier uns als Grüne auch entsprechend ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen die Elektrifizierung vorantreiben. Wir haben in Deutschland etwa 60% des Schienennetzes elektrifiziert. Dort ballt sich ein Großteil des Verkehrs. Das bedeutet, wenn eine Strecke gesperrt ist, ich erinnere an die Vorkommnisse an der Rheintalbahn durch einen Tunneleinsturz bei Rastatt, wo wochenlang eine Hauptstrecke gesperrt gewesen ist und die eine Ausweichstrecke nur eingleisig verfügbar war und die andere nicht elektrifiziert war auf französischer Seite. Das ist ein echtes Problem. Wir brauchen mehr Kapazität und die schafft man auch durch Elektrifizierung, weil dann der Verkehr sich auf mehr Strecken, gerade dann, wenn eben irgendwo was gesperrt ist, verteilen kann. Aber wir wollen ja auch, dass es sich bei der Bahn ausdieselt und deswegen wollen wir von heute 60 auf 75% im Jahr 2030 kommen. Wir brauchen mehr Elektrifizierung von Strecken und dort, wo es nicht so schnell vorangeht oder gar nicht möglich ist, eben von den Fahrzeugen. Gerade für den Schienengüterverkehr ist das wahnsinnig wichtig. Wir haben jetzt, glaube ich, noch die Folie Bundesverkehrswegeplan abschaffen. Die müsste eigentlich vorher gekommen sein.
Genau. Wir haben im Moment ja diese, oder seit Jahrzehnten muss man sagen, die große Problematik durch die Systematik des Bundesverkehrswegeplans, mit dem alle etwa 10 Jahre wichtige Weichenstellungen für die Infrastruktur, Straße, Schienenwege, Wasserwege getroffen werden. Und der Bundesverkehrswegeplan ist von seiner Logik her immer auf Straßen ausgerichtet. Ja. Das heißt, wir haben 1300 Straßen für den Aus- und Neubau vorgesehen in diesem Plan und das seit 4 Jahren. Die ersten Straßen vom Bundesverkehrswegeplan aus dem Jahr 2016 sind bereits im Bau, während bei den Schienenwegen noch nicht mal häufig noch nicht mal klar ist, welche davon tatsächlich gewollt sind. Das heißt, die Bewertungsverfahren für viele Bahnprojekte laufen noch, während die für die Straße längst abgeschlossen sind und viele Straßen sich bereits im Bau befinden. Und das bei einem sehr, sehr schlechten Verhältnis zwischen Straße und Schiene. Also deswegen wollen wir wegkommen von dieser Logik des Bundesverkehrswegeplans, der immer in erster Linie mehr an Straßen zur Folge hat. Wir wollen hin zu einem Bundesnetzplan. Zu einem Bundesnetzplan, bei dem die Infrastruktur so ausgerichtet wird, dass sich damit auch Umwelt- und Klimaziele erreichen lassen. Dass sich damit Verkehrsverlagerungen auf die Schiene erreichen lassen. Deswegen brauchen wir ganz andere Bewertungskriterien. Deswegen brauchen wir einen ganz anderen Blick auf die Infrastruktur, was sie an Zielen zu erfüllen hat. Und das ist unser großes Ziel, diesen Bundesverkehrswegeplan, mit dem immer nur neue Straßen rauskommen, zu beenden und zu einer ganz anderen Logik zu kommen mit Umweltzielen, die im Vordergrund stehen, der Sicherung einer nachhaltigen Mobilität und auch einer vernetzten Mobilität. Ich kann da noch dazu sagen, wir arbeiten da gerade auch an einem Positionspapier, wie ein solcher Bundesnetzplan konkret aussehen kann und wie er zustande kommen kann. Jonas, ich sehe jetzt gerade nur die Folie Güterverkehr, keine inhaltliche Folie. Sag einfach das Thema, ich bilde die passende Folie rein. Genau, also der Güterverkehr braucht natürlich deutlich mehr Kapazitäten. Es sind zwar heute noch Kapazitäten da, aber nicht für ein deutliches Wachstum und auch nicht überall dazu gehört, dass wir zumindest auf den Hauptkorridoren zu einer Entmischung der schnellen und langsamen Verkehre und zu höheren Trassenkapazitäten kommen. Dazu gehört es, dass Engpässe im Güterverkehr behoben werden. Dazu gehört, dass auch Umleitungsstrecken geschaffen werden. Ich habe das Dilemma damals bei der Sperrung der Rheintalbahn wegen des Unglücks in Rastatt schon genannt. Wir wollen, dass die Wege zu den KV-Terminals, also zu den Terminals, wo vom LKW auf die Bahn beziehungsweise von der Bahn dann wieder auf den LKW verladen wird. KV steht für kombinierten Verkehr, wollen wir deutlich verkürzen. Das kann doch nicht sein, dass häufig LKW 200, 300 Kilometer fahren müssen, bis der Container da hinten drauf ist, dann tatsächlich auf die Bahn wandert, weil keine näherliegende Umladestation vorhanden ist. Deswegen brauchen wir deutlich mehr Terminals, wenn wir in diesem Wachstumssegment des kombinierten Verkehrs mehr Güter auf die Schiene bringen wollen und den Lkw-Anteil an der Gesamtstrecke entsprechend kürzen wollen. Aber wir wollen natürlich auch den Einzelwagenverkehr stärken. Da gehört dazu Wiederaufbau von Gleisanschlüssen, Gleisanschlüsse besser fördern. Also bei entsprechenden Unternehmen und auch in Industriegebieten braucht es wieder viel mehr Gleisanschlüsse. Im Moment haben wir eher noch die leichte Tendenz, dass Gleisanschlüsse sich reduzieren, anstatt dass sie wieder mehr werden. Ich glaube, wir haben noch nicht alles. Die Digitalisierung fehlt, Lärmschutz, Barrierefreiheit, Bahnhöfe. Genau, Digitalisierung natürlich auch ein wichtiges Thema bei der Bahn. Noch ein langer Weg. Die Innovationszyklen beim LKW liegen irgendwie bei 5 Jahren, bei der Bahn gefühlt 50 oder 100 Jahre. Vielfach wird noch mit der Technologie aus dem Kaiserreich gefahren.
Das ist aber schwer wirtschaftlich darstellbar gegenüber anderen Verkehrsträgern. Deswegen wird da mehr Tempo gemacht werden müssen, auch mehr investiert werden müssen durch den Staat. Umso schneller Digitalisierungseffekte eintreten, umso schneller hat man auch die wirtschaftlichen Effekte, die man damit erreichen möchte. Wir nehmen erstmal in den Fokus die internationalen Güterverkehrsstrecken, die Umrüstung. Wir sprechen hier vor allem von ETCS, also dem Zugsicherungssystem für europäische Korridore, stabilere Betriebe zu ermöglichen, grenzüberschreitenden Verkehr zu vereinfachen. Und klar ist, dass es nicht ohne eine Umrüstungsmitfinanzierung durch den Staat geht, weil die Investitionskosten sind hoch. Das heißt, man muss erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen, bis man dann die positiven wirtschaftlichen Effekte erreicht. Aber das muss gemacht werden, sonst kann die Bahn nicht wettbewerbsfähig gegenüber anderen Verkehrsträgern werden. Die Bahnhöfe haben eine ganz wichtige Aufgabe. Sie sind sozusagen die Visitenkarte für den Zugang zur Schiene. Wer sich an Bahnhöfen unsicher fühlt, wer dort keinerlei Serviceleistungen vorfindet, wird möglicherweise auch die Bahn nicht nutzen als Verkehrsmittel. Deswegen wird auch hier mehr investiert werden müssen. Hier muss das Tempo gesteigert werden, mit denen Bahnhöfe saniert und umgebaut werden. Zusätzliche Mobilitätsangebote, Stichwort Mobilitätsdrehscheiben, organisiert werden. Fahrradabstellanlagen, Sharing-Angebote, sei es jetzt Carsharing oder seien es elektrische Tretroller oder Mietfahrräder. Es gibt alles Mögliche. Das sind die Dinge, die eben an einem Bahnhof in Zukunft viel, viel häufiger und viel intensiver stattfinden müssen. Viele Bahnhöfe haben da ja auch schon vorbildlich sich entsprechend umgerüstet und bieten das ihren Fahrgästen. Thema Lärmschutz, auch natürlich ein wichtiges Thema, insbesondere für die Akzeptanz des Schienengüterverkehrs. Wir wollen deutlich mehr Güter auf die Schiene bringen. Das setzt aber den Gesundheitsschutz der Menschen, die entlang dieser Strecken wohnen, voraus und die höhere Akzeptanz. Wir brauchen neue Ziele für weitere Lärmreduzierung. Es ist schon viel geschafft worden. Wir haben eine Halbierung in etwa erreicht, dadurch, dass die Bremsen umgerüstet werden. Wir brauchen neue Lärmgrenzwerte. Wir brauchen eine Gesamtlärmbetrachtung, weil häufig kommen ja verschiedene Lärmquellen zusammen und wir brauchen eine Erhöhung der Mittel zur Lärmsanierung und für den Lärmschutz an den Strecken. Thema Barrierefreiheit, ebenfalls ein Thema, das wir natürlich nicht vergessen haben. Bei regionalen Netzen sollte auch in Zukunft eine einheitliche Bahnsteighöhe für die Regionalzüge möglich sein. Das ist in den meisten Ländern, aber nicht überall, das 55er-Niveau. Und dort, wo eben unterschiedliche Züge fahren, wo Fern- und Regionalverkehr mit unterschiedlichen Zügen gefahren wird, da werden dann eben fahrzeugseitige Lösungen gesucht und gefunden werden müssen. Ich möchte aber an der Stelle auch noch betonen, wir haben in Sachen Barrierefreiheit nicht nur die Menschen mit Gehbeeinträchtigungen oder die Rollifahrer im Konkreten im Blick, sondern natürlich auch die Menschen mit Sehbehinderungen und anderen Beschränkungen. Barrierefreiheit ist eine sehr umfassende Sache, hat mehr als die Stufenlosigkeit zum Ziel. Es fehlt noch eine Folie, Jonas, wenn das klappt, zu Innovationen. Genau, wir wollen Innovationen fördern, hatte ich eigentlich vorhin schon angesprochen, aber nicht mit dieser Folie, nicht in dieser Detailliertheit. Dazu gehört neben ETCS, was ich schon erwähnt habe, auch die schnelle Einführung der digitalen automatischen Kupplung setzt voraus, dass auf europäischer Ebene eine Standardisierung stattfindet, weil das macht natürlich nur Sinn, wenn das die Länder in Europa abgestimmt machen. Heute müssen die Züge noch von Hand gekuppelt werden, was schwere körperliche Arbeit ist, was viel Zeit beansprucht und auch nicht unbedingt wirtschaftlich ist. Wir müssen Forschung und Innovationen fördern und wir wollen auch wieder den Einzelverkehr wirtschaftlich konkurrenzfähig machen. An der Stelle kann ich auch sagen, wir sind sehr, sehr froh, dass die Deutsche Bahn auch mit ihrer neuen Führung an der Spitze von DB Cargo den Einzelwagenverkehr nicht aufgeben möchte, obwohl er gerade sehr, sehr schwierig ist mit den sehr heftigen Defiziten. Aber wenn wir den Einzelwagenverkehr aufgeben, dann geben wir sehr, sehr viel auf. Und dann ist mir auch nicht mehr klar, wie wir eigentlich mehr Güter auf die Schiene verlagern wollen. Deswegen brauchen wir diese Innovationen. Deswegen brauchen wir auch Investitionen in die Gleisanschlüsse. Da stehen wir an der Seite von DB Cargo
und auch den anderen Unternehmen, die im Einzelwagenverkehr tätig sind. Auf der nächsten Folie sehen Sie zugleich auch die letzte inhaltliche Folie, nämlich eine Art Zusammenstellung auf einem Zeitstrahl. Sie wissen, im September ist die Bundestagswahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir koalieren werden, ist nicht so gering. Zumindest werden wir wahrscheinlich Gespräche führen. Mal schauen, was zustande kommt. Und deswegen ist dann das, was ab 2022 passieren könnte, natürlich sehr, sehr interessant. Wir wollen den Deutschlandtakt schrittweise umsetzen, alle Angebote sicherstellen, deswegen einen bundesweiten Aufgabenträger aufbauen, der das Ganze koordiniert, der den Bundesnetzplan, wir wollen einen Bundesnetzplan, wegkommen von der straßenbaulastigen Bundesverkehrswegeplanung. Wir wollen einen Finanzierungsfonds, der eine langfristige Finanzierungs- und Investitionssicherheit bietet. Und Sie sehen hier im Weiteren die Schritte, von denen wir ausgehen, dass sie einfach längere Zeit beanspruchen. Deswegen sagen wir auch nicht, dass unsere Ideen sich sofort umsetzen lassen, sondern wir wollen sie schrittweise umsetzen. Wir wollen sie auch in Gesprächen mit der Branche, mit den Unternehmen, mit den Verbänden, mit den ganzen Akteuren umsetzen. Und ich kann hier abschließend für diesen Punkt auch sagen, wir haben zu unserem Bahnkonzept sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Die meisten davon waren positiv. EVG, Eisenbahnverkehrsgesellschaft, und Flixtrain hatten entsprechend kritische Kommentare gemacht, aber der Großteil an Rückmeldungen war sehr, sehr positiv aus den Verbänden, aus Unternehmen, aus der Wissenschaft, von Einzelpersonen, die im Bahnbereich tätig sind. Wir richten jetzt den Blick nach vorne, die Dinge weiter zu konkretisieren, und wir richten den Blick auch insofern nach vorne, als dass wir das Thema Güterverkehr nochmal sehr vertieft behandeln werden, mit den verschiedenen Verkehrsträgern, aber auch mit den Ideen, wie wir insbesondere die Schiene im Güterverkehr stärken können. Das ist ja das Sorgenkind schlechthin in Sachen Klimaschutz. Und wir arbeiten auch an einem Positionspapier zur zukünftigen Straßenbaupolitik, weil klar sein muss, dass wir hier deutlich auf die Bremse treten müssen. Aber die Frage ist, an welcher Stelle machen wir das und wie planen wir in Zukunft überhaupt Verkehrsinfrastruktur? Das sind die Themen, die wir in den Wochen und Monaten bis zur Sommerpause entsprechend angehen werden. Ja, jetzt hat mit der Präsentation leider nicht alles funktioniert. Es war jetzt nicht alles in der logischen Reihenfolge, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hoffe trotzdem, lieber Markus und liebe Gäste, dass ich das soweit habe verständlich rüberbringen können. Unser Papier ist sehr komplex und es ist gar nicht so einfach, das im vorgegebenen Zeitrahmen, den ich jetzt, glaube ich, überschritten habe, vorzustellen. Aber wir haben ja noch die Gelegenheit zur Diskussion und zu ein paar Fragen. Ja, lieber Matthias, vielen herzlichen Dank für deine kompakte Vorstellung eines wirklich vielfältigen und komplexen Themas. Super, dass du dich auch bei den technischen Problemen nicht aus der Ruhe bringen lassen hast, sondern mit viel Ruhe und Routine und Eloquenz die wichtigen Punkte uns vorstellen hast können. Das Einzige, was sehr schade ist an dem eigentlich sehr praktischen Webinarformat, ist, dass man keine Reaktionen aus dem Publikum unmittelbar sieht, wie wenn man es sehen würde, wenn man am Rednerpult steht, und insbesondere hört man keinen Applaus und sieht keinen Applaus. Insofern darf ich stellvertretend für alle anderen hier den Applaus spenden. Ich habe vor lauter Begeisterung über die vielen externen Gäste, natürlich nicht nur viele externe Gäste, vergessen zu erwähnen in meiner Begrüßung am Anfang, sondern vor allem herausragende Vertreterinnen der Grünen, nämlich meine Fraktionskolleginnen, von denen ich im Teilnehmerliste, die ich gerade mal durchgescrollt bin, mindestens Rosi Steinberger und Tim Pagent entdeckt habe. Herzlich willkommen. Und auch unser Landesvorsitzender Eike Halitzki von den Grünen in Bayern ist hier anwesend. Ganz kurz vielleicht noch aus bayerischer Sicht, die ich als verkehrspolitischer, mobilitätspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion beisteuern kann. Sehr, sehr viele Punkte von denen, die du vorgebracht hast, haben ja eine unmittelbare Verbindung und Relevanz auch für die Landespolitik. Wie sicherlich die meisten der Anwesenden wissen werden, sind die Bundesländer zuständig für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs. Der Schienenpersonennahverkehr ist ja aber aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer nicht nur das Vorhandensein von rollendem Material, sondern eben noch von viel mehr. Das geht los bei den Bahnhöfen und der Infrastruktur drumherum.
Und das Angebot, das die Nutzerinnen und Nutzer auch im Schienenpersonennahverkehr genießen und nutzen können, hängt ja sehr, sehr stark von der Infrastruktur ab. Und da haben wir in Bayern wahrscheinlich nicht viel anders als in anderen Bundesländern das Problem, dass wir vom Bund abhängig sind bei den allermeisten Strecken, weil wir haben aber auch an die 600 Kilometer private Bahnstrecken, die nicht mehr der Deutschen Bahn gehören. Und also sogenannte NE-Bahnen, für die sich irgendwie gar niemand mehr zuständig fühlt, es sei denn, es gibt einzelne Infrastrukturbetreiber, Vereine und Organisationen, die sich der Strecken angenommen haben. Aber es gibt staatlicherseits von der öffentlichen Hand sehr oft niemand, der sich hier dieser Strecken und der Instandhaltung und der Infrastruktur widmet oder entsprechende Gelder zur Verfügung steht. Und so haben wir in Bayern etliche Strecken, die für eine Reaktivierung, du hast es angesprochen, Matthias, geeignet wären, aber oftmals nicht der DB gehören und wo Infrastrukturinvestitionen nötig sind, aber die Gelder dafür fehlen. Und es gibt sogar ein Problem bei uns ist natürlich auch, dass die Staatsregierung nicht gewillt ist, im erheblichen Umfang Reaktivierungen in Angriff zu nehmen. Das ist ein altes Thema. Da wird immer an dem Tausenderkriterium pro Streckenkilometer, 1000 Fahrgäste pro Streckenkilometer festgehalten. Gut, das ist ein Thema, das können und müssen wir Bayern untereinander ausmachen mit unserer Staatsregierung und können anders handeln, wenn wir ab 2023 dann in Bayern als Grüne regieren. Aber wir haben auch die Situation, dass wir an drei Strecken momentan in Bayern sogar vom Bayerischen Verkehrsministerium Reaktivierungsbemühungen haben, aber jetzt das Problem haben, dass die nötigen Infrastrukturinvestitionen, um die 90% Bundesförderung zu bekommen, die du, Matthias, angesprochen hast, über die standardisierte Bewertung gehen müssen. Und da bin ich mal sehr skeptisch, wenn hier höhere Investitionen fällig sind, ob dann da der entsprechende Nutzenkostenfaktor von 1,0 erreicht wird und bin neugierig, was passiert, wenn man das möglicherweise nicht erreicht. Aus anderen Bundesländern habe ich schon entsprechende Fallbeispiele gehört. Deswegen aus landespolitischer Sicht von meiner Seite und nicht nur in Bezug auf Eisenbahn, sondern auch auf andere GVFG-Projekte der dringende Herzenswunsch an euch, die standardisierte Bewertung endlich so aufzusetzen, dass man damit einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr organisieren kann und Schienenpersonennahverkehr organisieren kann und nicht nur Großprojekte und, herauskommen, als förderfähig herauskommen. Wir haben die Situation in Bayern, dass immer mehr Eisenbahninfrastruktur zurückgegeben wird, verfällt und auch aufgegeben wird. Wir haben die Situation bei der Steigerwaldbahn, die entwidmet wird und Gleise herausgerissen wird. Wir haben eine ähnliche Situation im Ballungsraum München sogar. Bis nach Wasserburg könnte man in die Stadt die S-Bahn führen, aber sie wird jetzt drei, vier Kilometer vor den Toren der Stadt enden, weil man die letzten Kilometer nicht reaktivieren kann und will. Auch das ein großes Problem und eine große Chance, die hier liegen gelassen wird. Als wir unsere letzte Landtagsfraktionsklausur im schönen Kelheim an der Donau gemacht haben, sind wir natürlich als Abgeordnete mit der Bahn angereist. Nach Kelheim kann man nicht mit dem Zug fahren, aber bis Saal. Wir steigen als 38-köpfige Fraktion aus dem Zug aus. Und was sehen wir am großen, schönen, historischen Bahnhofsgebäude zu verkaufen? Und das gilt ja nicht nur für den Bahnhof Saal, sondern für tausende deutsche Bahnhöfe und viele hundert in Bayern. Das ist ein Ding, das dringend umgedreht werden muss. Und du hast es ja gesagt, dass die Bahnhöfe Mobilitätsdrehscheiben und Angelpunkte des öffentlichen Lebens und im öffentlichen Raum werden müssen. Das trifft auf volle Unterstützung bei uns in Bayern. Da haben wir dringenden Handlungsbedarf und viele Wünsche. Aber als allerletzter Punkt auch noch, und das ist wohl der umfangreichste und milliardenschwerste. Wir haben zwar in Bayern Bahnprojekte in Milliardenhöhe, allerdings solche, die in der Fläche nicht wirklich wirkmächtig sind. Das allermeiste Geld fließt in die zweite S-Bahn-Röhre in München. Über die will ich aber heute nicht diskutieren. Ich habe ja gesagt, wir reden nicht über Einzelprojekte. Aber was wir brauchen, das ist die Tüchtigung des Streckennetzes in der Fläche in ganz Bayern, um wenigstens einmal den sogenannten Bayern-Takt fahren zu können, der ja nicht wirklich ein integrierter Taktfahrplanvorschlag ist, sondern nur ein halbschariges Konzept des Bayerischen Verkehrsministeriums, um wenigstens jeden Haltepunkt und jeden Bahnhof mindestens im Stundentakt anfahren zu können. Und ich habe da vor einem Jahr eine Anfrage gestellt, auf welchen Linien und an welchen Bahnhöfen wir das momentan nicht fahren können, aufgrund infrastruktureller Defizite.
Und das ist eine elendlange Liste, gefühlt halt Bayern sozusagen, ja, das ist übertrieben formuliert, was wir alles nicht fahren können, weil uns Begegnungsstellen, weil uns ein zweites Gleis und Ähnliches fehlt. Also wir brauchen hier ganz, ganz dringend massive Investitionen und eine andere Struktur der Eisenbahn, um auch bei uns in Bayern den Nahverkehr, für den wir als Landtagsfraktion und ab 23 hoffentlich als Regierung zuständig sind, auf Vordermann bringen zu können. So, nun zu den Fragen. Wie gesagt, habe ich zwei Fragen mehrfach im Vorfeld gestellt bekommen und die würde ich gerne einbringen. Sie sind zum Teil auch von Fachverbänden gekommen, zum Beispiel von Gewerkschaften. Zum Beispiel stößt in der Fachwelt dieses Strategiepapier, das du uns heute erläutert hast, Matthias, ja nicht nur auf Begeisterung, sondern auch auf Kritik, zum Beispiel von einem Teil der Gewerkschaften, die Arbeitsplätze gefährdet sieht, wenn der DB-Konzern aufgespalten wird in Netz und Betrieb. Altes Thema, heißt es Eisen. Was entgegnest du der Kritik, dass hier Arbeitsplätze bedroht sein könnten? So, ich glaube, ich bin wieder zu hören. Also zunächst mal vielleicht noch kurz nochmal zum standardisierten Verfahren, das du angesprochen hast, aber ich mache es ganz kurz. Wir müssen leider wahrscheinlich bis zum Jahresende warten, bis das neue standardisierte Verfahren vorliegt. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil wir gehen davon aus, dass Dutzende von Projekten in Deutschland eine Hängepartie durchleiden, weil eben keine Methodik zum Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens aktuell vorliegt und damit auch keine Fördermittel beansprucht werden können. Das ist sehr, sehr bedauerlich, dass da so viel Zeit dafür drauf geht und dass hier alle Zusagen, bis wann es vorliegen soll, nicht entsprechend erreicht werden. Also zu der Frage, es geht ja letztlich um die Frage der Trennung von Netz und Betrieb und da gehört natürlich dann auch die Befürchtung, dass es um Arbeitsplätze geht, dazu. Das kann ich mal gleich vorwegnehmen. Wenn wir die Trennung von Netz und Betrieb vornehmen, dann gehen natürlich keine Arbeitsplätze verloren, weil die Leute, die das Netz planen und instand halten, die braucht man natürlich auch nach wie vor. Es ist eben die Frage, in welcher Organisationsform. Und wir stehen als Grüne schon seit über 20 Jahren für eine andere Organisationsform. Und auch große Teile der Eisenbahnverkehrsunternehmen, der Verbände in der Branche, auch der Wissenschaft, die stehen da dafür. Es ist aber für uns jetzt keine Kernforderung, sondern es sind einige Sätze in über 20 Seiten und ich war da schon ein bisschen überrascht, dass man es schafft, so viele Forderungen, so viele Ideen nachher auf einen Aspekt zu beschränken, der gar nicht neu ist, sondern den man weiß, weil wir das in jedem Wahlprogramm entsprechend stehen haben. Und ja, wir stehen für eine Neuorganisation zum einen, weil wir sehen, dass es nicht gut läuft, wie es seit Jahrzehnten läuft. Es wird zwar immer mehr Geld in die Infrastruktur gegeben, was den Erhalt, die sogenannten Ersatzinvestitionen angeht, aber der Zustand verschlechtert sich trotzdem weiter. Wir sehen, dass es in der jetzigen Organisationsform sehr viele Kommunikationsdefizite gibt, innerhalb des Unternehmens, aber auch nach außen. Ja, als ich zum Beispiel am Samstag von Berlin nach Stuttgart fahren wollte, stand der Zug in Halle sehr lange und dann kam die Durchsage, wir wissen nicht, welche Strecke wir nutzen sollen. Ja, wie kann denn sowas sein? Ja, dass die Fahrgäste warten müssen, bis sich da Infrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen beide unter dem Dach der Deutschen Bahn einig sind, welche Strecke genutzt wird. Wir haben eine äußerst bürokratische Regulierung durch das Eisenbahnregulierungsgesetz, um Diskriminierung zu verhindern. Die Diskriminierung von Wettbewerbern beim Zugang zum Netz ist nicht mehr das große Problem. Es ist noch vorhanden, aber es ist kein großes Problem. Durch die massive Regulierung ist das eine Problem, Diskriminierung, sehr viel kleiner geworden, fast verschwunden. Aber es ist das Bürokratieproblem entstanden, dass das Unternehmen hindert, mehr auf die Schiene zu bringen, weil es so unglaublich kompliziert und sehr oft zum Streitfall geworden ist. Ich bin selber bei der Bundesnetzagentur in einem Gremium, wo diese Streitfälle aufschlagen und ich denke jedes Mal, das kann und das darf so nicht weitergehen, wenn man die Schiene wirklich voranbringen möchte. Da muss man von dieser Bürokratie wegkommen, aber natürlich den freien Netzzugang trotzdem ermöglichen. Das geht nur mit einer anderen Organisationsform. Und ein ganz großes Problem ist, dass mit der Infrastruktur unter dem Dach einer Aktiengesellschaft
Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Ja, das macht keinen Sinn, Gewinne mit einer Infrastruktur zu erwirtschaften, auf der dann Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge organisiert wird. Es ist ein Widerspruch in sich. Also was brauchen wir? Wir brauchen einen deutlich wachsenden Verkehrsmarkt. Und da werden alle Akteure, die Deutsche Bahn genauso wie die Wettbewerbsbahnen, profitieren. Und die Bahn als Gesamtes wird mit Eisenbahnindustrie, Infrastrukturunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, allem, was dazugehört, eine einzige Jobmaschine werden. Ist es ja schon in den letzten Jahren gewesen. Die Deutsche Bahn, die Wettbewerber, die stellen ein, wir haben eine steigende Beschäftigungszahl und wenn der Markt größer wird, dann wird es noch viel mehr sein. Wir brauchen einen einfachen Zugang für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen ohne Diskriminierungspotenzial und ohne diese überbordende Regulierung beim Eisenbahnregulierungswesen, habe ich schon genannt. Schienenwege und Bahnhöfe sind ein natürliches Monopol. Die gehören nicht in die Hand eines Unternehmens, das gleichzeitig auch als Akteur auf der Schiene im Verkehrsmarkt tätig ist. Das haben wir ja auch nicht bei der Straße. Die Straße gehört nicht Daimler. Die Flughäfen gehören nicht der Lufthansa. Das könnte man gerade noch weiterspinnen mit vielen anderen Dingen, die einfach in die staatliche Hand gehören, in unmittelbare staatliche Hand und dort ohne Gewinnerzielungsabsicht mit einer klaren langfristigen Finanzierungssicherheit betrieben werden. Wir wollen unser Ziel in zwei Schritten umsetzen. Der erste Schritt ist die Zusammenlegung der drei Infrastruktursparten innerhalb der Deutschen Bahn. Das ist weitgehend Konsens, um da Reibungsverluste zu verringern, Kommunikationswege und so weiter kürzer machen. Das zweite ist dann die Ausgliederung in eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht mit dem Ziel, erstens mehr Bahnverkehr auf die Schiene zu bringen, das Netz möglichst gut auszulasten, unabhängig davon, welche Eisenbahnverkehrsunternehmen da entsprechend unterwegs sind und zum anderen mit dem Ziel, das Netz gut zu erhalten und dort auszubauen, wo die Politik wird natürlich immer im Spiel sein müssen, bei der Infrastruktur die Notwendigkeit für einen Ausbau sieht. Also wir wollen hier nichts überstürzen, wir wollen das gut geplant haben in verschiedenen Schritten, die aufeinander folgen. Wir wollen die Akteure mit einbinden und deren Fachwissen behalten und nutzen für diese ganzen Schritte. Und Angst um Arbeitsplätze braucht man in einem deutlich wachsenden Segment, wie wir es haben wollen, überhaupt nicht zu haben. Vielen Dank, Matthias, für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Damit wir schnell zu den Publikumsfragen kommen können, noch die zweite Frage, die ich gerne einbringen möchte, weil sie im Vorfeld zweimal geschickt wurde und ich sie auch in einer Fachzeitschrift gelesen habe. Das schließt direkt an deine Aussagen gerade zum Thema Gewinnerzielungsabsicht an. In dem Strategiepapier ist ja auch vorgeschlagen, viele überwiegend im Ausland operierende Tochterunternehmen der DB AG zu verkaufen. Und der Einwand dagegen ist allerdings, dass das internationale Geschäft wichtig sei, um mit der DB AG einen starken, großen internationalen Player im europäischen Markt zu haben und eben auch Gewinn zu erwirtschaften, der dann in Deutschland entsprechend dem Konzern zufließt. Wie siehst du diesen Einwand? Vielleicht relativ kurz, dann können wir danach unmittelbar in die Publikumsfragen einsteigen. Jetzt höre ich dich nicht, Matthias. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an deiner Einstellung. Jetzt zu hören? Ja. Okay, dann habe ich aus Versehen das Ding stumm geschaltet. Also die Deutsche Bahn ist äußerst komplex aufgestellt mit etwa 700 Konzerntöchtern und Beteiligungen. Die Übersicht zu wahren ist sehr schwierig und es ist natürlich immer auch die Frage, was ist überhaupt die Aufgabe eines Staatsunternehmens? Ich würde ja nie die Geschäftspraktiken von Kühne und Nagel oder so hinterfragen, aber bei einem bundeseigenen Unternehmen muss man das schon machen und auch fragen, ist das Geschäft überhaupt parlamentarisch kontrollierbar? Das ist eben nun mal die Voraussetzung für ein bundeseigenes Unternehmen. Wenn ich mir jetzt, und darum geht es im Wesentlichen, Schenker und Arriva angucke, dann ist es so, dass der Schuldendienst für den Aufkauf von Arriva und von Schenker heute noch die Deutsche Bahn belastet. Also ein Teil der Schulden bei der Deutschen Bahn
die sind eben zustande gekommen durch den Aufkauf dieser großen Unternehmen. Arriva hat in den allermeisten Jahren keine Dividende an die Deutsche Bahn abgegeben. Das Inlandsgeschäft der Deutschen Bahn oder das Kerngeschäft Schiene profitiert in den meisten Jahren gar nicht oder extrem wenig mit sehr niedrigen Gewinnen, denn beide Unternehmen reinvestieren ihre Gewinne im Ausland und nicht in Deutschland. Also das heißt, der Profit für das Kerngeschäft der Deutschen Bahn und für den Sektor Schiene, das ja das Kerngeschäft sein soll, ist extrem gering. Bei Schenker ist der Synergieeffekt zur Schiene bei 0,7%. Es ist eben nun mal kein Schienenunternehmen. Die machen Lkw, Luftfracht, Seefracht und so weiter. Selbst im kombinierten Verkehr, wo sie ja unglaublich viel machen könnten, Vor- und Nachlauf, da sind sie praktisch nicht aktiv. Da knallen sogar die Sektkorken, wird einem immer wieder erzählt, wenn es ihnen gelingt, DB Cargo-Aufträge abzuluxen. Sie treten mit äußerst aggressiven Preisen im Lkw-Bereich an. Wir haben unzählige Beschwerden bekommen, gerade im letzten Jahr, wie Schenker auftritt als Staatsunternehmen. Das geht so einfach nicht. Das kann ein Unternehmen wegen mir machen, das frei am Markt ist, aber bei einem bundeseigenen Unternehmen, das einem Bahnunternehmen in Bundeshand gehört, da muss man schon fragen, welche Aufgaben es erfüllt. Für mich ist das Fazit, für uns ist das Fazit, die Deutsche Bahn muss sich auf die Schiene konzentrieren, die Deutsche Bahn muss sich auf Deutschland und gerne natürlich auch die europäischen, insbesondere Nachbarländer, konzentrieren. Alles andere können andere Unternehmen machen. Also zum Beispiel die Kohlelogistik in Australien muss nicht die Aufgabe indirekt des deutschen Staates sein. Vielen Dank, Matthias. Dann bitte ich jetzt die Anais Schuster-Brandis, meine Mitarbeiterin, zu uns in die Runde. Und ich bin sicher, du hast parallel die umfangreiche Frageliste gesehen, gelesen und gesammelt, sortiert. Ja, ich habe da auch reingeschaut und gesehen, dass es eine sehr lange Liste ist und ich bin gespannt, was du aufgreifen möchtest. Ja, genau. Ich habe das jetzt einfach mal versucht, in ein paar große Fragekomplexe zusammenzufassen und möchte alle diejenigen bitten, deren Fragen noch nicht so im Detail beantwortet wurden, es auch uns im Nachgang gerne noch zu schicken. Meine E-Mail-Adresse ist in der Einladung zu dem Webinar drin oder auch bestimmt stellt der Matthias Gastel auch eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, falls da wirklich noch Detailfragen sind. Angesichts der Zeit habe ich nochmal vier große Komplexe jetzt rausgesucht. Es kamen sehr, sehr viele Fragen zu diesem grundlegenden Ziel der Verlagerung von der Straße auf die Schiene, sowohl des Personen- als auch des Güterverkehrs, mit der speziellen Frage des Zeitplans. Wie kriegen wir das denn überhaupt hin? In welchem Zeitrahmen? Weil eigentlich bräuchten wir es jetzt schon sozusagen. Und wie ist das sozusagen in einem Zeitrahmen 2025, 2035, 2045? Speziell mit der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene kam die Frage, ob nicht das Ziel 40% noch viel zu gering ist und dass man zur Erreichung der Klimaziele eigentlich sich da noch viel höhere Latte, eine viel höhere Latte setzen müsste. Also Verlagerung, Straße, Schiene, sozusagen Ausbau des Netzes inklusive Abstellgleise und Werkstätten, was da alles dazugehört und in welchem Zeitrahmen könnte man denn überhaupt da sozusagen sich das vorstellen. Als zweites Thema, so also übergeordnet der Wettbewerb auf der Schiene, ja immer wieder eine Frage ist, da würde ich gern vom Klaus-Dieter-Josel konkret stellvertretend die Frage zum Fernverkehrskonzessionsmodell stellen. Wie sichert man langfristige Investitionen, zum Beispiel Fahrzeuge und Werkstätten und wie wird der Fernverkehrsbesteller, wird er denn dann zum Unternehmer? Und 94 bei der Bahnreform hatte man sich da ja auch bewusst dagegen entschieden. Und zu diesem Wettbewerb auf der Schiene, auch zum Beispiel das Beispiel der Fernbusse, wo sich der Markt jetzt so schnell konsolidiert hat, dass nur noch Flixbus rumfährt, mehr oder weniger. Also wie wichtig ist dieser Wettbewerb auf der Schiene überhaupt? Genau. Als dritter großer Komplex die Trennung von DB AG und DB Netze sozusagen, staatliches Netz und private Gesellschaft und dabei noch konkret
die Fragen zu den Infrastrukturgesellschaften. Welche Vorteile hat die, das auch wieder der Klaus-Dieter Josel, welche Vorteile hat die vorgeschlagene Infrastrukturgesellschaft? Und insgesamt geht es doch um die Höhe der Gesamtmittel insgesamt für die Bahn und nicht eigentlich primär um die Struktur, denn die Gewinne gehen ja immer noch an den Bund nach wie vor. Und genau, also dieser Wettbewerb, diese Infrastrukturtrennung, wie kann das gut stattfinden? Auch die Frage kam eben im Zusammenhang damit, dass der Verkehr eben Daseinsvorsorge ist und deswegen natürlich da eine staatliche Aufgabe besteht. Genau. Und wenn das jetzt gemacht wird, wie wir auch da wieder die Frage nach dem Zeithorizont, also wie stellen die Grünen uns das vor, dass das umgebaut werden soll in der Zukunft. Als viertes Thema nochmal die Streckenreaktivierungen, die ja gerade ein wichtiges Thema sind und immer wieder vorkommen. Im Moment hat ein Fragesteller gefragt, schreibt die DB auch da in einem Projekt Streckenreaktivierung Stellen aus? Die Frage, ob du weißt, was es damit auf sich hat grundsätzlich, was steckt da dahinter, hinter diesem Projekt? Und zweitens dann insgesamt, wie kann denn der Bund die Frage vom Eike Halitzki, so ein Projekt Streckenreaktivierung der DB, also nicht der DB, sondern Streckenreaktivierung auf Bundesebene koordinieren. Also wie könnte das denn in Zukunft funktionieren? Erstmal so vier solche wichtigen, viel, viel mehr Fragen habe ich auch, wie gesagt, aber erstmal diese vier wichtigen Themenkomplexe so beispielhaft rausgegriffen. Vielen Dank, Anna. Also ich glaube, mit den vier großen Komplexen sind wir dann auch in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht gelingt dir eine kompakte Antwort und dann schauen wir mal auf die Uhr. Wahrscheinlich ist es dann auch schon relativ spät. Bitte, Matthias. Und danke, Anna. Ich höre dich nicht, Matthias, genauso wie vorhin. Bin ich wieder zu hören? Bei mir ja. Perfekt. Ich habe mich gar nicht stumm geschaltet, das geht irgendwie automatisch. Also erste Frage, Verlagerung Personen- und Güterverkehr, Zeitplan, hatte ich ja gesagt, also wir haben von 10% auf 20% das Ziel beim Personenverkehr und beim Güterverkehr von knapp 20% auf 30% bis 2030. Die Frage, bräuchten wir nicht 40? Ja, natürlich, wir bräuchten 40 und wir bräuchten wahrscheinlich auch 60 oder 70. Nur man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Ja, wir brauchen höhere Kapazitäten bei der Strecke. Also die Infrastrukturfrage ist eine ganz, ganz entscheidende für die Verlagerungsziele. Und wir wissen leider, wie lange das dauert, Schienenwege auszubauen und die Kapazitäten zu schaffen. Insofern hilft es nichts, sich höhere Ziele zu setzen, von denen man genau weiß, dass sie nicht funktionieren. Deswegen haben wir uns da ein bisschen an den Nachbarländern orientiert, was die geschafft haben. Aber 2030 soll natürlich nicht das Ende der Fahnenstange bei den Verlagerungen sein. Und neben der Infrastruktur nochmal der Hinweis, es sind ganz, ganz viele Stellschrauben zu drehen für eine Verlagerung im Personen- wie auch im Güterverkehr. Es geht um die Preissignale, ja, also zum Beispiel Abbau vom Dieselprivileg, die Erhöhung der Lkw-Maut und deren Ausweitung auch auf kleinere Lkw. Viele, viele weitere Dinge, Investitionen in Digitalisierung und. Also es ist nicht die eine Maßnahme, die zu Verlagerungen im großen Stil führen kann, sondern es sind viele. Eine zentrale ist natürlich die Infrastrukturfrage. Auf Schienenwegen ohne ausreichende Kapazität kann keine Verlagerung stattfinden. Und ansonsten sind es sehr, sehr viele, überwiegend kleinere Stellschrauben. Zum Thema Wettbewerb, die zweite Frage auf der Schiene. Wie langfristig investieren, wenn Wettbewerb stattfindet? Also wie sollen die EVUs langfristig investieren? Natürlich wird es ähnlich wie auch im Regionalverkehr Laufzeiten geben müssen, die den Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Sicherheit bieten, damit sie auch investieren können. Übrigens bedeutet es ja auch, dass sie wissen, welche Trasse sie haben. Sie müssen nicht jedes Jahr eine neue Trasse anmelden und hoffen, dass nicht vielleicht ein anderes EVU kommt und ihnen die Trasse wegschnappt, sondern sie haben dann mit dem Konzessionsmodell auch die Sicherheit über einen längeren Zeitraum, dass sie diese Trasse dann fahren dürfen, dass sie zum Beispiel im Stundentakt von A nach B fahren dürfen und dass ihnen da kein anderes Unternehmen dazwischen kommen kann mit attraktiven Trassenzeiten. Also es gibt ja ein hohes Maß an Sicherheit damit auch für die
für die Investitionen. Und was die Fahrzeuge angeht, weil das auch gefragt wurde, es ist durchaus denkbar, das ist jetzt kein konkreter Vorschlag, aber es ist denkbar, dass es ein Fahrzeugpool gibt. Das gibt es ja bei den Ländern teilweise auch, dass die Länder die Fahrzeuge anschaffen, damit nicht die EVUs diese hohen Investitionen in Fahrzeuge stemmen müssen, die länger im Einsatz sind, als die Verträge laufen. Also das ist durchaus auch ein Thema, das diskutiert werden kann. Wir haben das aber in unserem Papier aus guten Gründen nicht näher ausgeführt. Drittens, Vorteile der Infrastrukturgesellschaft. Sehr, sehr einfach. Eine stabile, gesicherte Finanzierung, unabhängig von den jährlichen Haushalten. Die Haushaltspläne werden in der Regel im Dezember, vielfach auch im neuen Jahr oder im laufenden Jahr erst beschlossen und dann weiß man, wie viel Geld zur Verfügung steht. Da kann man doch nicht planen auf so einer Grundlage. Woher weiß die Deutsche Bahn, wie viel Planer sie braucht? Woher weiß die Bauindustrie, wie viel Kapazitäten sie braucht? Wir schaffen mit diesem Infrastrukturfonds ein über Jahre hinaus stabiles Instrument mit hoher Verlässlichkeit. Jeder weiß, wie viel Geld zur Verfügung steht. Da können sich alle drauf einrichten. Da gehört die Lkw-Maut genauso dazu wie das Geld aus dem Bundeshaushalt in verlässlicher, vorhersehbarer Größenordnung. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem bisherigen. Ich kriege ständig Beschwerden aus der Bauwirtschaft, dass sie nie wissen, wie viel Geld im nächsten Jahr zur Verfügung steht. Wir müssen wegkommen von Aktionismus hin zu einer hohen Verlässlichkeit in der Finanzierung von Infrastruktur. Viertens war die Frage nach den Reaktivierungen. Ich habe das so verstanden, was kann der Bund tun? Er kann die GVFG-Mittel erhöhen, das tut er und das wird er auch weiterhin tun. Er muss dringend das standardisierte Verfahren vorlegen, damit er volkswirtschaftliche Nutzen als die Voraussetzung, überhaupt Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, gezogen werden kann. Die Deutsche Bahn hat hier übrigens auch eigene Untersuchungen gemacht. Der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, ist ja ebenfalls mit Vorschlägen aktiv geworden. Also ich glaube, in erster Linie sind da jetzt die Länder und die Kommunen und die Zweckverbände gefragt, entsprechende Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben. Der Bund ist vor allem noch beim standardisierten Verfahren, das er endlich vorlegen muss, am Zuge. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Es sind immer noch über 200 Leute, 222 Leute anwesend. Ich bin nach wie vor sehr begeistert darüber. Das spricht für die Qualität deines Vortrags. Ich frage nochmal zurück an Anais, meine Mitarbeiterin. Hast du noch Fragen vorbereitet, die wir einbringen können? Wir haben ja gesagt, wir hören spätestens um 7:45 auf. Jetzt ist es 20.18 Uhr. Da wir aber ein paar technische Minuten liegen haben lassen, könnte ich als Schiedsrichter ja noch eine kleine Nachspielzeit gewähren. Genau, Zeitverschiebung, bei mir ist es noch nicht so spät. Ja, tatsächlich gibt es natürlich noch, noch eine ganze Reihe von verschiedenen Punkten, die man besprechen könnte. Eine Frage, die noch aufkam, die vielleicht ganz interessant ist, wie sieht es denn mit der europäischen Vernetzung, auch speziell des grünen Konzepts aus? Und wie kann der europäische Konnektivitätsindex eventuell hilfreich sein für die weiteren Planungen? Und vielleicht noch zum Schluss ganz lustig ein bisschen die Fahrgastperspektive. Wie bekommt man die Preise runter, weil das natürlich genauso wichtig ist für die Attraktivität des Schienenverkehrs. Wie kann man verhindern, dass kein Fahrkartenverkauf im Zug mehr stattfindet? Und was, wie setzen sich die Grünen ein für nicht nur das Fahrradparken an den Bahnhöfen, sondern auch die Fahrradmitnahme, die ja auch mit zum Teil Ausschreibungen in den Zügen zusammenhängt, also so ein bisschen die Fahrgastperspektive vielleicht zum Schluss. Und ich kann noch einen kleinen Nachsatz, eine schöne Bemerkung haben hier. Hoffentlich wird Herr Gassel der Nachfolger von Andreas Scheuer, steht hier in den Fragen. Und genau, dann das nur noch als kleine Nebenbemerkung. Also noch so ein bisschen Fahrgastperspektive und europäische Perspektive hätte ich noch einzubringen, von aus vielen verschiedenen Fragen zusammengesammelt. Vielen herzlichen Dank, Anais. Die nehmen wir noch auf jeden Fall noch mit, die Antworten zu diesen Fragen. Und danach kann ich noch, um die Spannung aufrecht zu erhalten, über das Thema hinaus, über den heutigen Abend hinaus, dann gleich noch ankündigen, dass wir, weil ja das Europäische Jahr der Schiene ist, noch drei
hochspannende weitere Webinare zum Thema Jahr der Schiene haben. Also noch dranbleiben die paar Minuten und Sie hören noch weitere spannende Ausblicke auf interessante Abende. Bitte, Matthias. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass diesmal das Mikrofon eingeschaltet ist. Ich glaube, ich kriege ja die Bestätigung. Okay, also europäische Vernetzung steht in unserem Papier einiges drin, aber ist an der Stelle sicherlich, sage ich klar, auch noch ausbaufähig, weil das einfach nicht der Schwerpunkt dieses Papieres gewesen ist. Das Thema ETCS als europäische einheitliche Sicherungstechnik habe ich schon erwähnt, ist natürlich wichtig, gerade auf den grenzüberschreitenden Strecken. Wir haben das Thema Infrastruktur sehr stark im Blick, auch mit weiteren parlamentarischen Initiativen der jüngsten Zeit. Wir müssen ja leider immer wieder feststellen, dass wir, egal ob es nach Österreich geht oder nach Polen, nach Tschechien, Frankreich, Schweiz ist bei mir ein Thema in Baden-Württemberg, dass vielfach Infrastruktur, die im Krieg zerstört wurde, bei der Straße natürlich längst nicht nur behoben, sondern massiv ausgebaut wurde und dass wir aber Strecken haben. Ich habe bei mir zum Beispiel Freiburg-Colmar mit einer zerstörten Rheinbrücke für die Bahn bis heute nicht wieder aufgebaut. Also wir werden da auch Infrastruktur wiederherstellen müssen. Auch das Thema Streckenelektrifizierung, beispielsweise rüber nach Polen, ist ein Riesenthema. Da ist immer noch ein Großteil der grenzüberschreitenden Strecken, wenn sie überhaupt existieren, nicht elektrifiziert, was ein Riesenproblem ist. Also es geht um Infrastruktur, es geht um ETCS, aber es geht natürlich auch um solche Dinge wie, dass man eine durchgehende Fahrkarte kaufen kann im grenzüberschreitenden Verkehr. Das ist zum Teil extrem kompliziert. Zum Beispiel, wenn ich von Berlin mit dem Zug nach Brüssel fahre, bis ich da immer die Tickets zusammen habe, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Manche Dinge sind heute sogar komplizierter geworden, trotz Digitalisierung, als sie es noch vor 10 oder 20 Jahren gewesen sind. Das Thema Preise, ich gehöre nicht zu denen, sage ich auch klar dazu, die immer sagen müssen, öffentliche Verkehrsmittel sind zu teuer und sie müssen billiger werden. Ich habe eher das Gefühl, und das bestätigen auch viele Umfragen, dass die Leute die Kosten, die realen Kosten des Autos immer unterschätzen und immer das Gefühl haben, der ÖPNV und überhaupt öffentliche Verkehrsmittel seien so teuer. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es hängt natürlich immer davon ab, wo man sich seine Fahrkarte kauft. Es hängt vom Nutzerverhalten ab und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir zum Beispiel die Trassenpreise auf das Grenzkostenprinzip senken, dann werden hier, ich sag mal vorsichtig, zumindest Spielräume frei für entsprechende Senkungen der Fahrkartenpreise. Aber es wurde ja auch schon vieles gemacht. So wurde die Mehrwertsteuer im Januar letzten Jahres von 19 auf den ermäßigten Steuersatz im Fernverkehr gesenkt. Und die Deutsche Bahn und andere Anbieter haben das auch voll weitergegeben. Also das heißt, da ist schon einiges erreicht worden und mit der Senkung der Trassenpreise entstehen neue Spielräume. Thema Fahrrad ist natürlich ein immer wiederkehrendes Thema. Im Regionalverkehr mit den neuen Fahrzeugen meistens relativ gut mit den großen Allzweckbereichen gelöst, im Fernverkehr schwierig. Wir wünschen uns, dass bei den neuen ICEs und auch dann, wenn alte Bestandsfahrzeuge von ICE-Fahrzeugen umgebaut werden, dass dann entsprechend Platz geschaffen wird. Man muss aber dazu sagen, das Thema Fahrrad und Bahn wird immer wieder ein Konfliktthema sein und es lässt sich auch gar nicht vermeiden, weil eben Radfahrende in größerer Anzahl immer an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten und bei bestimmtem Wetter auftreten. Da kann sich die Bahn nicht auf jede Eventualität immer einstellen. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Es wird immer ein beschränktes Angebot geben. Und deswegen ist mir auch immer so wichtig, das Thema Fahrradverleihangebote mit reinzunehmen. Umso besser die Verleihangebote an den Stationen sind, umso weniger Menschen haben das Bedürfnis, ihr eigenes Fahrrad immer mitzunehmen im Zug. Also deswegen denke ich, Fahrradmitnahme und Fahrradverleih müssen immer zusammengedacht und zusammengebracht werden. Und beides muss ausgebaut werden, aber vor allem das Verleihthema. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dann haben wir ja doch noch geschafft, insgesamt 7 Fragenkomplexe zu bearbeiten. Das freut mich sehr. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Auch jetzt wieder kein Applaus, sondern stellvertretend von mir für die noch 200 Leute genau im Auditorium.
Herzlichen Dank Ihnen allen. Und jetzt der kurze versprochene Ausblick auf drei weitere bahnpolitische Webinare, die mein Team und ich in den nächsten Monaten anbieten werden, so mehr oder weniger jedes Monat einen. Wir haben als nächstes am 17. März Besucher aus dem Europäischen Parlament, nämlich Anna Depané-Grünenberg, die grüne verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Darf ich hier begrüßen zum Polit-Talk sozusagen, zum Webinar. Und wir werden auf das Europäische Jahr der Schiene und auf den europäischen Eisenbahnverkehr blicken, also direkt anschließend sozusagen an die vorletzte Frage des heutigen Abends. Und ein weiteres Highlight folgt in der Serie am 13. April. Da freue ich mich sehr, Dr. Anton Hofreiter, unseren Bundestagsfraktionsvorsitzenden, zu begrüßen. Im selben Format für die Bayerische Landtagsfraktion, und wir werden uns unterhalten, wie die Verkehrswende beitragen kann zum Klimaschutz, und auch da wird es natürlich nicht nur, aber auch stark um die Eisenbahn gehen. Und das dritte Highlight, das in Planung ist, und da habe ich aber noch den Termin nicht, den werde ich morgen telefonisch vereinbaren, nein, im Video, im WebEx-Call vereinbaren, das ist mit der ÖBB, mit der Österreichischen Bundesbahn. Und der wird uns ein Vertreter vorstellen, wie die Erfahrungen im europäischen Nachtzugverkehr der ÖBB sind. Das ist ja das Segment, das in Deutschland aufgegeben wurde und von der ÖBB zu meiner großen Freude fortgeführt wird mit diversen internationalen Verbindungen. Und da werden wir, denke ich, auch sehr interessante Einblicke bekommen über den Zustand des Nachtzugverkehrs und die Perspektiven und das, was die ÖBB als ein Anbieter von vielen in Europa in dem hoffentlich stark wachsenden Markt zu berichten hat. Das ist der Ausblick auf die nächsten Monate im Jahr der Schiene für uns Grüne. Ich denke, danach werden wir mit Webinaren ein bisschen pausieren, je nachdem, wie sich natürlich diese grässliche Corona-Pandemie entwickelt. Aber ich denke, dass das Webinar-Format ein Format ist, das wir auch in der Zukunft beibehalten werden, weil es einfach die Möglichkeit bietet, sehr unkompliziert am Feierabend mal eben, wie wir heute gesehen haben, 280 Leute in der Spitze zusammenzuschalten, auch über große Entfernungen hinweg. Aber über den Sommer hinweg haben wir vor allem Bundestagswahlkampf und sind in der Fläche unterwegs. Und ich denke, danach sind wir dann auch wieder mit fachpolitischen, vertiefenden Vorträgen von der grünen Bayerischen Landtagsfraktion aus am Start. Die Landtagsfraktion kann ja selbstverständlich auch keinen Wahlkampf machen und tut das auch nicht. So, damit bin ich am Ende des heutigen Webinarangebots. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das bahnpolitische Positionspapier der Bundestagsfraktion vorzustellen und mit uns zu diskutieren. Ich danke meinem Team sehr herzlich für die Unterstützung in Vorbereitung und Durchführung und deinem Team, Matthias, selbstverständlich, und dem Team der Landtagsfraktion. Und ich danke Ihnen allen, die Sie heute Abend dabei waren, zugehört haben, Fragen gestellt haben, mitdiskutiert haben. Und ich freue mich sehr darauf, Sie und euch alle bald physisch auch mal wieder begrüßen zu dürfen. Dann danke fürs Interesse. Markus, danke für die Organisation. Allen einen schönen Abend. Machen Sie es alle gut. Danke. Ciao. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss.